Und damit recht herzlich willkommen zurück. Und einen wunderschönen guten Morgen gewünscht. Wir haben eben gerade schön gefrühstückt. Und ja, wir sind Startler für den neuen Tag. Und ja, also ich habe da jetzt... Hier ist noch eine Glühbirne, die können wir jetzt hier... Schmeißen wir hier mal auf den Boden. So, wir haben alles rausgeräumt. Und... Ich möchte nochmal dahin, zu diesem Fabrikgelände, da ist ja auch noch eine Tankstelle. Und Leute, könnt ihr euch erinnern, da war ein Sirenenfahrzeug. Das würde ich gerne haben wollen. Das würde ich gerne haben wollen. So. Meine Herren, ich sehe das schon kommen, ey. So viel Horsepower, wie wir ihn gerade unter den Füßen haben hier, ey. Ey, das Ding, das geht aber auch ab, ey. Meine Herren. Ja. Ich will nur zu dieser Tankstelle, mehr nicht. Dieses Sirenenfahrzeug da unbedingt haben. Hier muss die Tanke. Ja, hier war die Tanke. Das sieht recht ruhig aus hier. Da ist ein Diner. Sehen, oder? Habe ich mir das eingebildet? Schau hier mal sicherheitshalber um die Ecke. Okay. Ich glaube, ich muss ein Stückchen vorsetzen. Hämmer mal rum. So. Nice. Die Karre sieht doch echt noch gut aus. Hier hätten wir auf jeden Fall eine Tankstelle direkt vor unserer Nachbarschaft. Oh, das geht ab, ey. Der Mustang hier, der zieht das Sirenenfahrzeug, dieser Feuerwehrwagen, als wenn das nichts wäre, ey. Richtig gut ab. Mit diesem Sirenenfahrzeug werden wir dann gleich in die Stadt aufbrechen und werden Massen pullen. Wir werden echt Massen pullen. Ich will das Zentrum, insbesondere die Einkaufsmöglichkeiten, die will ich leer haben. Da will ich, dass wir so einen Zustand haben wie hier, dass uns, dass das alles schön überschaubar bleibt. Der schlängert ganz schön und ich glaube, wir müssen hier vorne auch aufräumen. Ich glaube, das lässt sich gar nicht vermeiden. Ich meine, es werden sich immer wieder welche in unsere Richtung verirren. Das stimmt schon. Und ich, Idiot, habe die Tür offen gelassen. Schlecht. Na gut, hier ist nichts drin. Umso besser. So, koppel die Kiste mal ab. So, und dann räumen wir hier vor Ort nochmal kurz auf. Ich hoffe, da ist Benzin. Und wenn nicht, wir haben ja auch Benzinkanister, dann zapfen wir von dem Lieferwagen, zapfen wir Benzin ab. Das ist jetzt nicht das Problem. So, fangen wir mal an. So, hier vorne habe ich gehört. Ja. Sieht aus wie Dings. Ich glaube, wir haben Wolfgang Petri gekillt, ey. Scheiße, ey. Was bist du, die Managerin?
Managerin, die Holzkleber dabei hat. Bestimmt für Wolle hier. Ja, ja, komm her. Komm, komm, komm. Die ist auch down. Hm. So, ihr könnt euch gleich mal hier einreihen. Auf den Haufen hier. Ich würde hier am liebsten alle auf einen Haufen befördern, die schön mit Spiritus tränken und dann einfach abfackeln, ey. Ich weiß gar nicht, ob... Na gut, wir können uns ja Mollys herstellen. Ich glaube, vielleicht mache ich das sogar, ey. Weiß nicht, ob das geht. Ich habe auch keinen Bock, hier das Gelände hier abzufackeln, indem wir, wo wir unsere Base haben. Auf jeden Fall werden hier in der zweiten Staffel werden definitiv Mollys auch zum Einsatz kommen. Da könnt ihr einen drauf lassen. Die sind mir alle zu dicht an unserer Base dran. Die würden früher oder später würden die alle in unsere Richtung kommen. Das war dann neben mir hauen. Ich glaube, ich gehe mal hier ein bisschen näher ran. Ich glaube, das ist auch besser für euch. Naja, komm her. Ah, da kommen die nächsten. Unsere Brechstange hält doch ordentlich was aus. Finde ich richtig gut. Ist anscheinend ein gutes Teil. Komm, du auch noch. Naja, komm her. Halt die Fresse. So, mehr kann ich hier nicht erkennen. Okay. Mir schön aufgeräumt. So, und dann würde ich sagen, hoffentlich springt die Kiste an. Und sie springt auf Anhieb an. Finde ich richtig gut. Aber ich glaube, so wie das aussieht, ich glaube, ich fülle hier noch ein bisschen Benzin rein. Schnapp mir mal ein Kanister. Gucken mal, ob ich gleich einen finde. Auf dem Boden bestimmt Benzinkanister war. Kanister. Oder Moment mal, im Lieferwagen war glaube ich noch ein. Ich glaube im Lieferwagen war ein Kanister drinne. Ja. So, den schnappen wir uns mal. Dann zapfen wir mal hier Kraftstoff absaugen. Zapfen wir mal hier ein bisschen Benzin ab. Weil ich weiß nicht, wie lange wir unterwegs sein werden. Ob das alles so genügt, ob das ausreicht, werden wir alles sehen. So, dann füllen wir hier nochmal eine Ladung rein. Kraftstoff hinzufügen. Machst du das jetzt? Wieso fügst du jetzt hier keinen Kraftstoff hinzu? Wisst ihr was? Nicht, dass das ein Bug ist. Wir haben eine Gasmaske drin, ist das fett. Geil. Auch eine Feuerwehraxt. Wir werden den Kanister, wir hauen den hier, wir hauen den einfach hier hinten rein. So. Ein bisschen Benzin haben wir ja auch noch. Das Ding ist halt fast halb voll. Und ich würde sagen, auf geht's jetzt in die Stadt. Lang genug gewartet. Jetzt haben wir mal ein bisschen Action. Wenn nicht, müssen wir ein bisschen weiter rausfahren. Das macht auch nichts. Ihr habt ja gesehen, draußen
Also wenn wir wirklich weit rausfahren, das geht alles noch. Von den Zombies her. Das kriegen wir so gemanagt. Beziehungsweise, wenn wir jetzt wirklich auf weiter Flur sind, und uns da Benzin ausgehen sollte, ist das jetzt auch nicht dramatisch. Dann haben wir ja Benzinkanister bei uns, beziehungsweise ja, aber ich weiß auch nicht, warum das da an der Stelle gerade hängt. Ich konnte ihn gerade nicht zum Füllen. Keine Ahnung warum. Vielleicht habe ich irgendwas Falsches gedrückt. Weiß ich nicht. Kann ja durchaus sein. Aber zumindest sind wir ein bisschen vorbereitet. Und jetzt fahren wir in die Innenstadt und jetzt machen wir richtig Lärm. Also stellt euch darauf ein, wir werden jetzt gleich Massen an Sets pullen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Oh, hier geht das schon los. Wisst ihr was, ich fange hier vorne an. Hier vorne kommt auch noch eine Tankstelle. Ich fange hier vorne an. Stell jetzt die Sirene an. So. Na kommt. Kommt alles schön in unsere Richtung. Wir werden jetzt in der Folge richtig viele Sets pullen und werden die einmal quer durch die Stadt jagen. Die Karre hier, die funktioniert noch einwandfrei. Eher unwahrscheinlich, dass uns die Kiste jetzt hier irgendwo stehen bleibt auf offener Flur. Glaube ich nicht. Ich habe nach wie vor Respekt davor, ja. Also so ist es wirklich. Dass ich jetzt total respektlos hier an die ganze Geschichte rangehe, das sieht nur so locker und easy aus, aber ihr müsstet meinen Gesichtsausdruck mal sehen. Also bin auch schon mal am Überlegen, ob ich nicht ab und zu mal meine Webcam hier mit einschalten werde. Dass ihr mal mein verblüfft, verdatteltes Gesicht seht hier. Denn dann in der einen oder anderen Situation hier so gucke, ja. Nice. Hier haben wir schon ein schön großes Bündel. Das passt sehr gut. Das reicht mir aber noch nicht. Hier werden wir jetzt schön der Reihe nach. Werden wir jetzt schön hier in die Straße hoch. Straße mit denen hier hochklappern. Hier müsst ihr euch auch gedulden. Weil bei den Massen hier kommt mir dieses Sirenenfahrzeug eigentlich wie gerufen. Dieses permanente Gruppe hat einfach nur genervt. Jetzt haben wir. Da steht auch ein Ford Mustang. Schicken Blau. Ja, wir machen das schön sneaky hier. Dass sie uns ja nicht verloren gehen. Wir fahren jetzt einmal hier schön die Straße hoch. Mit hochfahren meine ich wirklich. Also, wir müssen jetzt echt Geduld haben. So, gleich die Police Station kommen, weil die ersten, die bleiben hier schon wieder stehen. So. Zack. Rum. Gott, ich würde mir so in die Hose scheißen, ey, ohne Mist.
so viele Zombies an der Hacken hätte, ey. Dann lass mal irgendwas mit der Karre sein, ey. Irgendwas, was nicht hinhaut. Leute, ey. Seid ihr dran? Beziehungsweise bin ich dran. Ja, die sammeln wir jetzt alle der Reihe nach ein. Ja, kommt schön mit. Schön mitkommen. Schön mitkommen hier. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Da rennt derjenige mit dem Stoppschild umher, ey. Sieht aber auch aus, ey. Geil. Schon, ich weiß nicht, so ein Schülerlotse oder was weiß ich, was das da darstellen soll, aber ich denke mal. So. Die Zombies in der Tanke hier, die werden auch Wild West spielen. Und wir locken jetzt hier wirklich alles an. Alles. Alles, was irgendwie. Was. Ich hätte beinahe gesagt, was Rang und Namen hat, aber die brauchen keinen Rang und keinen Namen mehr. Definitiv nicht. So, hier nochmal an der Police Station vorbei. Ja, vereinzelt werden noch welche stehen bleiben. Hier, dann geht das schon. Boah. Ja, wir sammeln auf dem Weg immer mehr ein, die sich in unsere Richtung verirren. Drehen hier mal ein paar Runden, dass ihr auch wirklich alles sammelt. Und dann fahren wir mit denen schön in die Innenstadt. Und schließlich raus. Ich will die raus haben. Aus Riverside. Das sieht aber auch krass aus, einfach nur, ey. Doll. Jetzt muss ich hier auf dem Rasen festfahren, ey. Einige schaffen das gar nicht darum, ey. Die werden da auch stehen bleiben. Heftig. Stirbt gerade innerlich 7 Tode, ey. Das kannst du glauben. So, jetzt hier rum. Station da, aber das gefällt mir gerade ganz gut so. Das ist schon praktisch, dass die Zombies da gerade alles ramponieren. Da braucht man nachher nur noch rein. Und dann können wir uns bedienen. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Heftig, was wir hier alles pullen, ey. Die sollen sich mal alle jetzt hier schön sammeln. Das ist ein Militäranhänger. Hier ist ja kein Widerstand, gar nichts. Das passt schon. Guckt euch das an. Toll. Toll, oder? Krass. Krass, krass, krass.
einfach nur hardcore. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine riesige Traube an der Backe. Das sind wirklich Dimensionen hier. So, nun rechnet das mal, wir haben erst, das ist jetzt, Tag 1 ist vorbei, Tag 2. Tag 28 haben wir die maximale Zombie-Dichte erreicht. Und alles, was da drin ist, so gut wie, die wollen da jetzt alle raus. Also jetzt, weil die Sirene jetzt schön interessant finden. Leute, und das müsst ihr jetzt übertragen auf Louisville. Das müsst ihr jetzt echt mal übertragen auf Louisville, was dabei rumkommt, ja. Es wird einfach nur krass werden, ey. Also ich glaube, das Game, das wird damit maßlos überfordert sein, glaube ich. US-Mail, also Post. Das ist Post hier. Großartig, wenden kann ich hier nicht. Das ist eigentlich nur gerade Ausfahren. Immer nur stumpf geradeaus. Heftig. Also ich würde sagen, ja, Riverside hat sich hier versammelt. Eindeutig versammelt. Wir sind jetzt in der Innenstadt, ey, und machen hier so Radau, ey. Hilfe! Oh nein! Shit! Nicht gut! Nicht gut! Nicht gut! Nicht gut! Fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oje oje! Oje oje! Oh, ist das krass! Ist das krass! Geht mir der Arsch auf Grundeis gerade hier! Alter Vater! Geradeaus, la 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 la. Oh je, die Kamera fängt an zu blinken, nicht gut. Ich glaube, den Großteil haben wir auch verloren. Auch nicht gut. Was hier läuft. Oh nein. Heftig.
das mal an, ey. Alter, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt aber nicht versprechen, ob wir diesen Hardware-Store, ob der jetzt für uns... Hier ist auch noch eine Baustelle oder Store at Max. Mal sehen. Ach du heilige Scheiße. Oh, das alles ist voll. Ich glaube, ich muss das Ding nochmal anmachen. Hey! Hier ist schon wieder so ein scheiß Schülerlotse. Ich staune, dass wir überhaupt noch am Leben sind. Ganz ehrlich. So, aus. Reicht. Jetzt haben wir beim nächsten Helikopter-Event, haben wir nachher das Problem, dann kommen wir nämlich nirgendwo mehr hin. Dann können wir unseren Zufluchtsort, den wir uns hier geschaffen haben, den können wir aufgeben, ey. So, ich versuche jetzt mal, hier dürfte irgendwann jetzt gleich das Wasser kommen. Glaube ich zumindest. Scheiße. Oh, Mädel, rauch mal eine, ey. Hunger haben wir auch, ey. Sie hat ganz schön Hunger, sehr hungrig. So, wir kommen auf der Straße. Lampe? Nee. Oder war das die hier vorne? Ich glaube hier vorne. Ja. Die habe ich vergessen auszumachen. Ganz wichtig. Deswegen sind wir jetzt auch nur hierher gefahren. Um diese scheiß Lampe auszumachen. So. Weiter geht's. Erste Hilfe für Landwirtschaft für... Anfänger, Metallbearbeitung für fortgeschrittene Anfänger nehmen wir uns mit. So.
hier war noch, Moment, da war auch noch ein Bücherregal. Fischen für Fortgeschrittene. Ganz Beginner. Tischland für Anfänger. Das haben wir schon, das haben wir auch. Ich glaube, das ist hier Mechanik für Anfänger. Aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Naja, ist egal jetzt. Scheiße. Haben ist besser als brauchen. Wir haben hier auch nichts mehr zu fressen, ne? Weißt du was? Das nimm mal bitte mit. Die Eiscreme. Hier haben wir alles rausgeholt, was rauszuholen geht. Naja. Esma, alles. Neugierig bin ich ja schon. Wo kommt ihr denn her, ey? Da hinten ist. Naja, ist klar, wenn wir je öfter mehr hier lang fahren, der hat da irgendwas drin stecken. Weil. Oh Gott. Ja, das meine ich nämlich. Wenn wir zu lange hier sind, es kommt nicht gut. Mal kurz gucken. Ja, wieder zurück. Zurück. Deswegen, wir müssen den Vorschlag immer finden. Das ist einfach so. Ich fahre jetzt mal hier runter. War das eben ein Schuss? Bestimmte Zeit über. Dass hier welche sind, das ist, war mir schon klar, aber das sieht recht übersichtlich aus. Ich möchte gerne wissen, wie die Innenstadt aussieht jetzt. Ob wir die jetzt betreten können oder nicht. Da die Hälfte stehen geblieben ist, was ich ja eher vermute. Hier ist die Kirche, hier war das ja auch so. Hier ging ja auch die Post ab. Ja, ein Großteil ist auf jeden Fall hier stehen geblieben. So, wir haben hier einen Gigamarkt, haben wir hier. Wisst ihr was? Ich glaube, das wäre wohl klüger, wenn wir uns, oh Scheiße, wenn wir uns Waffen besorgen. Nein. Wir sollen nur hier hinlaufen. In unsere Richtung. Aus. Hallo?
unsere Richtung. Hier hinten am Wasser. Hier müsste gleich das Wasser kommen. Hätten wir mal lieber alle hier hinten hergelockt, ey. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Gut. So. Und jetzt tschüss. Hier ist das so, als wenn nie was gewesen wäre, ey. Gut, da sind auch welche, ja, aber... Krass, ey. Das ist echt doll. Nee. Oder? Na doch, 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 doch. Ich wag jetzt einfach mal hier den Schritt. So, jetzt fahren wir hier lang. Das hier hinten, das sieht schon wesentlich besser aus. Das sieht sehr gut aus. Also wir konnten schon allerhand wegpullen. Hier war das ja so krass. Hier haben wir die ja alle richtig gesammelt. So, und hier vorne haben wir auch gleich die Polizeistation. Einmal aus. Naja, vereinzelt rennen uns jetzt noch ein paar hinterher. Ja, die machen wir platt. Komm. Wir haben hier ordentlich was weggepult. Scheiße, hab ich meinen... nicht ausrüsten. So, komm her. Jetzt gibt's eine auf der Mütze. So, Mahlzeit. Ja, komm her. Halt die Fresse. Huh. Hört ihr das? Ich höre nichts. Geil. So, mal gucken, ob wir jetzt einkaufen gehen können. Es ist echt ruhig hier, ey. Müssen wir rein. Müssen wir ein paar Mal draufhauen. Nützt ja nichts. Die Tür gibt auch irgendwann nach. Na also, sag ich doch. So. Kurz gucken, ob wir Gesellschaft kriegen. Hier einmal aus. Aber sieht nicht so... Nee, sieht nicht danach aus, wa? Nee, können wir vergessen. Ja, hier haben wir alles restlos oder so gut wie alles weggepult, ey. Nice. Ja gut, Vorschlaghammer konnten wir jetzt nun nicht erspähen. Ich glaube, ich muss noch mal genau gucken, wo der jetzt ist. Den nochmal ausfindig machen. Mal nochmal separat Patronengürtel haben wir hier. Rein damit. Was zum Anziehen. Deputy Hose. Mhm. Jawohl. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. 9 mm. Nehme ich auch gerne. Wir sind schwer beladen, sich gerade. Das hau ich gleich mal hier hinten rein. Rein damit. Rein damit. Dann hier die Bücher. Hier ein bisschen was um. Ein bisschen was umpacken. Alles, was jetzt so ein bisschen stört, hauen wir da mal rein.
Anleitung, Mechanik für Anfänger. Gut. So, gut, das reicht. Füll mal deine Wasserflasche, trink was. So. Schrotpatronen kommen da rein. Hier haben wir auch Schrot. Vergessen, das alles mitzunehmen hier. 9 mm. 5,56. Oh, jetzt sind, oh, das ist jetzt richtig schwer unterwegs. Ja, Mädel, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, aufpassen, dass wir hier nicht zusammenbrechen. Zack, rüber damit. Wir sind doch maximal beladen, ey. Heftig. Ich glaube, mehr geht hier auch nicht rein, oder? Das können wir vergessen. Nee, nee. Scheiße. Was gibt's hier noch Schönes? Gibt's hier wenigstens noch Knarren? Außer die eine Schrotflinte. Kugelsichere Weste haben wir hier. Ich glaube, wir müssen noch mal herkommen. Ach, scheiße, ja. Auf jeden Fall einen großen Rucksack gefunden. Auch schon mal gut. Wir müssen noch mal her. Hilft ja nichts. Auf jeden Fall können wir sagen, dass wir gut eingekauft haben. Ja. Ich muss mich nochmal schlau machen, wo genau dieser Hardware Store hier in Riverside stehen soll. Wisst ihr was? Mal hier. Da ist ein Dings. Da ist ein Ford Mustang. Noch einer. Mal aus. Dann steigen wir hier ein. Schließen die Karre kurz und dann nehmen wir jetzt, haben wir noch einen Mustang bei uns vor der Haustür zu stehen. Denn wie heißt es immer so schön, haben ist besser als brauchen. Na komm, spring an. Na also. Na. So, dann ziehen wir unser Sirenenfahrzeug wieder. Na. Mal gucken. Leichte Wehwehchen haben wir, okay. Können wir noch mit leben. So, auf geht's. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Acker. Auch recht schwer beladen. Na komm. Jawohl. Das sagen wir, haben Mustang, wir haben Power, also. Ja, ja. Es geht. Über die Leichen, ey.
Eine Sauerei, ey. Noch einer unterwegs. Alter Vater, ey. Scheiße, ey. Boah, das Ding, das brüllt richtig, ey. Nice. Aber noch ein Auto. Noch ein Wagen, die sie stehen. Perfekt. Perfekt. Genau. Einmal. Ach Quatsch. Einmal abkoppeln. Dieses Tutor, die Rollstatt zwischen dem Mai zum Brüllen. So. Ich glaube, wir sollten auch mal langsam anfangen, unsere Base hier so ein bisschen abzusichern. Weil das kann hier auf keinen Umständen so bleiben. Nee. Die Ammo-Box in die Ammo-Box geht nicht. Das ist klar. Dürfte klar sein. Hier haben wir auch Schachteln mit Schrotpatronen drin, umso besser. Nee, juckt schon wieder in den Fingern. Wir haben eine Schrotflinte. Wir müssen auf jeden Fall nochmal, wir müssen da nochmal hin. Ich will da wirklich alles restlos abgrasen und gucken, ob wir auch alles mitgenommen haben. So, ich räume jetzt den restlichen Loot. Den räume ich jetzt hier noch raus. Haben wir jetzt. Warte mal. Ach, das ist eine Weste. Sehe ich jetzt gerade. Okay. Die haben wir uns angezogen, ne? Ne, die haben wir uns nicht angezogen. Dachte. Na gut. Wie dem auch sei. Gut, Leute, ich würde den Part aber auch an der Stelle gerne beenden wollen. Wir müssen das hier, glaube ich, von einer ganz anderen... Das Pferd hier von einer ganz anderen Seite aufziehen, weil... Das ist hier irgendwie... Das ist richtig strange. Das ist vor allem, das ist richtig doll, wie viele Horden und Massen hier an Zombies unterwegs sind. Und, oh, Alter, ich krieg richtig Bock und irgendwo kriege ich ein ziemlich... flaues Gefühl im Magen, wenn wir nach Louisville wollen. Ja. Nun gut, also ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde den ganzen Loot, den werde ich jetzt hier rausholen aus der Karre. Das müsst ihr euch jetzt nicht mit angucken. Das werde ich jetzt mit nach oben tragen. Und dann werde ich auf jeden Fall nochmal in die Innenstadt fahren. Und dann sollten wir uns Gedanken machen, ob wir nicht diesen Hardware-Store aufsuchen und ja, mal gucken, was es da so gibt. Ob da dieser Vorschlag auch mal drin ist. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.